Hallo meine Lieben, heute geht es um meinen Spind, den seht ihr schon im Hintergrund. Ich werde den farblich ein bisschen verändern, wieder ein bisschen aufhübschen. Leider scheint die Sonne hier noch so ein bisschen rein. Ich habe das Fenster jetzt schon abgehängt mit meinem Schal, aber der ist ein bisschen zu klein. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und ich habe hier einiges an Equipment und Werkzeug neben mir. Ich würde sagen, wir starten direkt. Ich werde als erstes mal den Gärtenhalter abnehmen, damit ich die Front neu folieren kann. Ich habe mir hierfür einfach so eine graue Folie gekauft. Ich wollte ihn wieder ein bisschen neutraler haben. Das Lila war schön, aber ist doch sehr farbenfroh. Und deswegen habe ich mich diesmal jetzt für grau entschieden. Die Seiten werde ich lassen, weil man die eh nicht sieht. Ich werde nur die Front neu machen und ja, legen wir direkt los. Muss ich jetzt direkt mal erwähnen, dass ich dieses Teil hier, das ist ein Akku, Schrauber, Schlagbohr, Schrauber, wie auch immer, und den habe ich von meinem Freund zu Weihnachten bekommen. Für manche vielleicht etwas unromantisch als Weihnachtsgeschenk, aber für mich ist es einfach perfekt, weil ich liebe es, so Sachen zu bauen und umzubauen und Sachen aufzuhängen, und deswegen habe ich da so ein ganzes Set bekommen mit einem Akku, Schrauber, Schlagbohrschrauber und viel Zubehör dafür, und es ist perfekt für mich, wirklich. So, jetzt geht's weiter mit Folieren. Ich habe mir hier jetzt schon mal so ein bisschen reingepiekst, wo der Gärtenhalter wieder hinkommt. In der Kamera sieht man die kleinen Löcher jetzt wahrscheinlich nicht. Aber jetzt mache ich da meinen Gärtenhalter wieder hin. Ich habe jetzt hier noch so einen Ablagekorb gekauft bei Amazon. Der hat ein großes Fach und ein kleines Fach und drei Haken. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt noch hier über den Gärtenhalter, weil hier ist es ein bisschen zu schmal, sonst bekomme ich die Tür nicht mehr so gut auf. Aber mache ich den hier hin, da kann ich dann meine Leckerchen zum Beispiel reinmachen und auch mal eine Jacke hinhängen oder so. Einen Hocker holen, damit ich hier höher stehe. Aber auch das hängt. Dann geht es an die Inneneinrichtung, sage ich mal. Hier kommt nämlich noch ein Boden rein. Dafür brauche ich jetzt meinen Putzkoffer. Den möchte ich nämlich da reinstellen können. Er steht jetzt aktuell zwar am Putzplatz, aber ich möchte das einfach so ausmessen, dass der Putzkoffer hier reinpasst. Deswegen räume ich hier mal aus. Wie ihr vielleicht wisst, hängt mein Sattel ja jetzt hier in der Sattelkammer an einem Haken und der muss hier nicht mehr rein. Hier sieht man auch noch
die Löcher, wo der Sattel mal gehangen ist. Und deswegen möchte ich jetzt einfach noch den Boden rein, weil der Platz dafür einfach da ist und ich dann zum Beispiel Abschwitzdecken und so besser reinlegen kann. Ich habe mir hier so ein Brett zuschneiden lassen. Oh, falsch rum. Das hier einen Ausschnitt hat, seht ihr das jetzt? Hier ist ein Stück rausgeschnitten, damit ich hier meine Stiefel schön reinstellen kann. Weil wenn ich jetzt einfach ein normales Brett reinmache, dann haben meine Stiefel wieder den Platz. Macht sich irgendwas selbstständig. Und mit dem ausgeschnittenen Eck hier haben meine Stiefel gut Platz. Jetzt brauche ich aber erst meine Putzbox. Hier habe ich noch zwei so Holzleisten, die muss ich jetzt noch vorbohren. Und die kommen dann hier als Auflage unter das Brett. Und das soll einfach so ein bisschen höher liegen. So ungefähr, als die Putzbox hoch ist. Das erste Brett ist drin, dann habe ich hier noch ein kleines, das kommt da unten rein. Muss ich euch mal ein bisschen kleiner machen hier. Also, hier war schon mal ein Brett drin. Ich muss den übrigens auch dringend sauber machen, er ist richtig dreckig. Das mache ich jetzt direkt mal. Also hier war schon mal ein Brett. Ich weiß tatsächlich nicht, wo das hingekommen ist. Es ist irgendwie abhanden gekommen. Auf jeden Fall ging das Brett ja wie das obere hier bis nach vorne einfach. Und ich wollte auch hier ein kürzeres, damit ich entweder vorne auch noch Schuhe oder Stiefel hinbringe oder dahinter eben meine Schermaschine, ohne dass sie zu viel Platz wegnimmt. Also jetzt sollte es klappen, dass ich die da hinten hinstelle. Und dann trotzdem noch das Brett hier vorne einwandfrei reinpasst, damit ich auch noch Sachen hinlegen kann. Genau. Und dann werde ich jetzt auf jeden Fall den Spind mal putzen und dann schaue ich, was ich noch so mache. Ich hätte nämlich auch noch ein paar Haken und einen Deckenhalter, bei dem ich noch nicht genau weiß, ob ich den aufhängen soll oder nicht. Deswegen mache ich jetzt erstmal ein bisschen klar Schiff und dann schaue ich, was ich noch mache. Deckenhalter und ich glaube, den mache ich jetzt echt noch an der Seite hin. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Es ist nämlich noch ziemlich wackelig, muss man gut zusammenhalten. Vielleicht brauche ich auch kurz die Franzi. Franziska, klar, wie braucht er Hilfe? Moment. Miti, die kodiert Zebra. Deckenhalter sitzt. Ta 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 ta. Muss ich es nur präsentieren, dann muss die Decke auf wieder. Ja, ich habe Dach gebraucht.
Ja, doch. So, können wir das hier? Ich hab grad schon mal aufhängen. Ich muss mal näher her. So, jetzt sieht man das. Also, ich habe jetzt drei so Arme. Das ist irgendwie zu niedrig. Egal. Und dann kann man hier Abschwitzdecken unterbreiten und so zum Trocknen aufhängen. Richtig praktisch. Der ist von Horst. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Ich verlinke euch aber sowieso alles, was ich noch finde an Produkten in der Infobox. Genau. Voll cool. Mit dem Umbau bin ich jetzt soweit fertig. Ihr seht schon das Endergebnis jetzt im Hintergrund. Ich bin richtig happy. Ich zeige ihn euch jetzt auch nochmal von innen. Das interessiert ja auch immer ganz viele, was ich so drinnen habe und wie ich das aufgeteilt habe. So, also hier außen haben wir jetzt mein neues, schönes Regal. Hier habe ich die Leckerlis schon reingestellt und hier kann ich dann eben noch Jacken und Westen und so hinhängen. Dann habe ich hier oben zwei Plastikboxen, wo ich einfach so Sachen drin habe, die ich nicht so oft brauche. Dann habe ich hier meinen Gärtenhalter, meine Longiergärte muss jetzt einfach draußen irgendwo hin, auf dem Reitplatz oder so, da stehen die anderen auch. Hier außen habe ich jetzt den mega coolen Schabracken- und Deckenhalter, da kann ich dann auch mal eine Abschützdecke oder so zum Trocknen hinhängen. Hier oben sind noch alte Haken, mal schauen, ob ich die noch für irgendwas nutze. Hier habe ich jetzt übrigens natürlich lila gelassen, weil das kann ich jetzt nicht mehr wirklich wegmachen und ich finde, das sieht auch echt cool aus. Jetzt grau mit lila. Hier die Ränder sind ja auch noch so lila. Dann von der Innenaufteilung her habe ich oben ja schon immer eigentlich meine Schabracken und meinen Ersten-Hilfe-Koffer, den hier. Dann habe ich jetzt in dem oberen Fach meinen Rückenwärmer, meinen Softshell-Reitrock, den ich aktuell noch jetzt da lasse und eine Abschwitzdecke. Hier ist jetzt komplett frei. Hier hätte theoretisch mein Putzkoffer Platz, aber mal schauen, wie ich das dann mache. Meine Stiefel haben jetzt hier perfekt in diesem Ausschnitt Platz. Also das ist wirklich optimal. Da wusste ich nie, wo ich die hinstellen soll. Hier habe ich jetzt meinen 4-in-1 Zaum und mein Plüschi-Halfter. Mal schauen, ob ich das nicht auch mal wieder mit nach Hause nehme. Hier habe ich Bandagen, Hufglocken und ein Balancepad, das zweite ist nämlich hier unten noch. Dann hier habe ich Bandagierunterlagen. Da habe ich mir beim letzten Sprint-Makeover so viele Körbe und Boxen gekauft. Hier sind Gamaschen und meine Packtaschen für das Sattel. Hier, was hatte ich? Hier hatte ich, glaube ich, eigentlich Zusatzfutter drin. Das ist aktuell leer. Hier ist auch noch dreckig, das muss ich sauber machen. Hier habe ich noch ein Balancepad eben. Hier unten ist mein Bareback-Pad, meine Reitstiefletten und sonst nichts mehr. In diesem Fach habe ich Helm und Reithandschuhe. Hier habe ich Pflegemittel und Futter, so ein paar Sachen. Hier habe ich normal so meine persönlichen Sachen drinnen, wie mein Schlüssel und Tempos und so. Ach ja, wo ist eigentlich meine Capri-Sonne? Die ist irgendwo dahinter verschwunden. Die muss ich nochmal rauskramen. Ich habe nämlich immer Capri-Sonne am Stall. Hier ist jetzt das Krimskramsfach oder wie man das nennt. Hier ist alles Mögliche drin. Mal schauen, ob ich das irgendwann noch aussortiere. Heute auf jeden Fall nicht mehr. Da hinten ist jetzt meine Schermaschine. Da ist ja eben der kürzere Einlegeboden. Echt praktisch, weil die jetzt dahinter Platz hat. Genauso wie das Schermaschinenöl und die Scherblätter. Und meine Winterschuhe sind hier aktuell noch. Und in den Schubläden habe ich Ausbinder, so Lammfelle und Bodenarbeitsseil und Lorsch und so ein Zeug und Sachen für die Hufschuhe. Und an dieser Tür habe ich mal immer noch meine magnetischen Einlagen für den Stirnriemen und mein Zeug für die Bodenarbeit wie Knotenhalfter. Noch so Zügel und meine Longe und einen Halsring. Und hier oben außen habe ich übrigens auch noch ein paar Futtersachen und Momos Futterschüsseln. Mein Licht habe ich jetzt auch wieder aktiviert. Ich kann hier mal kurz zumachen, damit ihr das seht. Ah, jetzt ist es eh schon angegangen. Das ist mit Bewegungsmelder. Das war jetzt ein Jahr lang tot, weil ich keine Batterien am Stall hatte. Habe immer vergessen, die mitzunehmen. Und das ist auch magnetisch. Also das kann man hier so hin und weg machen. Ich verlinke euch das auch mal, falls ich das noch finde. Und hier hat sich auch noch was getan. Und zwar habe ich vorgestern, eine große Futtertonne, die hier unten noch steht, gegen zwei kleine getauscht, weil ich ein neues Müsli für Momo habe. Und hier ist jetzt Mesh drinnen. Und hier ist einfach
Pommes bisheriges Müsli drin. Dann sind wir jetzt auch fertig. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat und ihr auch viel Spaß hattet beim Spind-Makeover. Ich liebe sowas sehr, das neu zu gestalten und neu einzuräumen und neu zu organisieren. Schaut auch bei uns auf Instagram vorbei. Ich blende euch hier mal den Namen irgendwo ein. Da bekommt ihr einfach viel mehr mit als hier auf YouTube. Da nehme ich euch quasi täglich mit im Stall, was wir so machen. Und bis zum nächsten Video. Muah.